Weiß auch nicht. Oh! Oh! Was hat er vor? Was hat er vor? Fragt sich, warum er so ein hässliches Stück. Und sie waren noch nicht mal alle in den Kopf, also. Hey Kinders! Was geht bei euch ab? Willkommen zu einer neuen Folge Overwatch. Schauen wir mal, was dieser Knilch so treibt. Es ist noch Warm-up. Alles ist gut. Alles ist gut. Und da beginnt das Spiel, meine Damen und Herren. Monsieur Wurstgesicht läuft mit seinem ultra krassen Knife erstmal Richtung B. Mal gucken. Die Tees kommen auch alle Richtung B. Wir schauen mal, was er da macht. Die gute alte Decoy-Taktik oder was? Jetzt hauen sie alle ab. Oh. Oh. Es war schon ein schicker Headshot, ne? Also. Warum bleibt er da jetzt nicht stehen? Hat er wirklich gehört, dass alle weggelaufen sind? Ich weiß auch nicht. Oh. Oh. Moment mal. Mal gucken, was er mit dir macht. Achte. Ah, schade. Das waren jetzt nur Headshots, gell? Das waren nur Headshots. Also. Abwarten. Ich fand es einfach schon merkwürdig, dass er nicht noch hier auf B geblieben ist. Guck mal, auf den wartet er jetzt ja auch. Ich mach's schon mal ein bisschen lauter, dass ich auf jeden Fall auch Steps höre. Ich hab's wieder ultra leise vom Stream gestern noch. Oh, guck mal, da ist einer auf B. Hm. Hat man den jetzt gehört? Ich glaube, man hat einen Steppen gehört, ne? Deswegen hat er so weit nach rechts geschaut. Alles gut, alles gut. Timate geht rein. Oh, 2 gegen 5. Was macht er jetzt aus dieser Situation? Ha. Also diese Headshots sind schon irgendwie extrem auffällig, oder? Also er geht um die Ecke, pop, direkt. Okay, da hat jetzt entweder der Triggerbot oder wie das heißt, nicht funktioniert. Und er ist bescheuert. Vielleicht gehe ich von dem Wall-Gedanken doch ab, dass er Wallhack hat. Also jetzt, ich werde mich davon erstmal entfernen und jetzt auf ein Aim-Trigger-Dings-Schätzen ziehen. Achtung. Okay, gut, da wurde hart gefistet. Schien ihm gerade recht. Hm? Also, er geht jetzt allang. Die haben auch keine richtigen Aufstellungen, ne? So wie die. Obwohl, doch, es geht, ja. Ich würde so gerne den Chat hören. Ich will, dass man in den Chat reinhören kann. Um auch, Mike Using zu, unterbinden, wenn jemand im Mikro kreischt. Es gibt doch so einen Bot, den man, oder? Kann man auf Knopfdruck einen Headshot-Bot anmachen, dass man kurz auf den Kopf trifft? Ja, oh, das geht doch bestimmt. Also, es sieht so aus. Es sieht so komisch aus. Als wenn er das tatsächlich irgendwie hätte. Mal schauen. Er schleicht da jetzt erstmal genüsslich hoch. Wir machen mal auf die Zeitlupe. Achtung. Der Gegner ist in der Smoke. Er ist nicht gesteppt. Okay, der Gegner ist hinter der Smoke. Mal gucken, was er jetzt macht. Ja? Na? Na? Du kleiner Cheater! Ich bin sehr, sehr gespannt. Er kann erst jetzt wissen, dass er ein Gegner ist. Und er ist tot. Völlig normales Verhalten. Mir kam das vorhin wie so ein Trigger-Bums vor. So blub, blub. Weil es so oft war. Dup, dup, dup. Und dann wiederum im extrem starken Kontrast so viele Begegnungen, die locker genauso hätten laufen können. Da veraimt er dann wie so ein Dödel. Das ist doch ganz merkwürdig bei ihm. Mal gucken, was er mit der Daisy da oben macht. Also Daisy kommt jetzt doch nicht. Nein, Daisy kommt nicht. Da kommt Daisy geschlappt. So. Komm, wir machen mal kurz ein bisschen auf langsam. Ich will sehen, falls irgendwie irgendwas hoch triggert oder so auf den Kopf. Das würde mich doch jetzt mal stark interessieren. Aha. Guck mal, wie er rüber aimt. Oh, okay. Normal. Standard. Und jetzt? Und jetzt? Die machen es ihm aber auch einfach. Also das war völlig easy. Oh, ich will gerade was trinken, Alter. Was für ein Fuchs. Das ist doch aber jetzt, oder? Also ich fand, die 3 Kills waren jetzt völlig legit. Und sie waren noch nicht mal alle in den Kopf. Also... Ah, da ist auch einer. Hat er den jetzt eben gesehen? Hm. Ja, war auch ganz gut eigentlich. Also, mal schauen, was er hier mit dem macht auf B. Ah, er hat den gesehen und... Daneben? Na, na, na! Als würde er es gar nicht versuchen jetzt. Als würde er es gar nicht versuchen wollen. Der Kerl aimt aber echt, hat es echt lange nach oben geaimt, der Bot. Der T. Jetzt wird das aber spannend hier, die letzten paar Sekunden. Das war völlig easy. Hoppala, 900%. Oh, man. Aber die haben es herausgefordert. Die standen da halt auch jetzt zu dritt, ne? Also, was hat er vor? Was hat er vor?
Er steht da, wartet, aimt, fragt sich, warum er so ein hässliches Stück... Und da läuft er einfach Richtung B, mhm. Der Mate hat höchstwahrscheinlich gecallt, aber, naja. Schaut, sind sie. Oh, was hat er da für eine super Scout aufgepickt? Oh, aber trotzdem würde ich immer noch sagen, dass selbst das clear war. Er hat dann einfach jetzt durch die Ding geschossen, ne? Ich meine, das mache ich auch sehr oft, wenn einer auf Short ist. Schieße ich da durch die Tür, um ihn vielleicht anzuhitten. Er hat ihm jetzt halt einen Header gedrückt. Das war noch ein Header, aber auch... Mal gucken, was er mit dem macht. Ah, war das denn ein Kopf? Ha, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir drücken ihm trotzdem ein AMSS3, weil nämlich die Pistol Kills voll merkwürdig waren, finde ich. Blöd, dass ich nicht zurückspulen kann. Also hier kann man schon mal davon ausgehen, dass da nichts war. Ich dachte erst Wallhacker war. Na komm, Mensch, pack ein, du Sack. Auch wenn du mich jetzt hast, werde ich ihm hier jetzt AMSS geben. Diese Pistol-Dinger am Anfang waren einfach so merkwürdig. Der Rest war völlig in Ordnung, aber diese Pistol-Dinger am Anfang waren der erste okay, der zweite was? Der dritte what? Ich werde ihm jetzt AMSS reindrücken. Komm, warum nicht? Hat er verdient. Hat er sich verdient. Oh, schaut doch mal hier eine Aufforderung an euch.